Leute, was geht? Willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Heute mit den besten Tipps und Tricks, die ich euch, nachdem ich das Spiel jetzt 80, 90 Stunden gespielt habe, geben kann. Ich habe alle Schreine, ich bin gerade dabei, das Spiel auf 100% zu machen und habe mir gedacht, ich teile mal mit euch die besten Tipps und Tricks, die ich euch geben kann, unter anderem, wie man schnell Rubine farmt, wie man starke Waffen bekommt und noch vieles mehr. Wenn ihr in der Zukunft nichts verpassen wollt, gerne voll auf den Kanal dalassen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, als erstes fangen wir mal mit starken Waffen an, weil das ist natürlich extrem wichtig, um starke Monster besiegen zu können. Da gibt es natürlich das ganz normale Masterschwert, was ihr nehmen könnt. Da kann ich euch einen ganz schnellen Durchlauf geben, wie ihr an das Masterschwert kommt. Das gibt es auch wieder im Krogwald, nur dieses Mal braucht ihr 2 Ausdauerbalken, um das Masterschwert zu bekommen. Ich will da nicht zu viel spoilern, wie ihr das bekommt, unter welchen Umständen. Ihr müsst aber auf jeden Fall in den Krogwald. Und in den Krogwald könnt ihr nicht mehr durch den normalen Weg. Ihr müsst durch den Untergrund gehen. Und da könnt ihr auch hier komplett der gleiche Weg wie auch auf der Overworld hier entlang gehen und hier euch nach oben katapultieren, direkt in den Krogwald rein und bekommt das Masterschwert. Jetzt aber der Top-Tipp, wie ihr das Masterschwert stärken könnt. Das Masterschwert an sich hat eine Stärke von 30, so wie es auch in Breath of the Wild war, auch wenn es nicht am Masterschwert dran steht. Was ihr aber machen könnt, ist eure Items, die ihr so in der Welt findet, nehmen. Zum Beispiel ein Griok Frosthorn, das ist das Item von einem dreiköpfigen Drachen. Ihr legt das auf den Boden und könnt das dann mit der Synthese-Funktion an euer Masterschwert ranpacken. Und so hat das Masterschwert jetzt eine plus 30 Stärke, also summa summarum plus 60. Und so könnt ihr das mit allen möglichen Waffen machen, die ihr habt. Egal, ob es jetzt ein Soldatenschwert ist, ein Königszweihänder, ein Soldatenzweihänder und. Die besten Waffen sind tatsächlich das grimmige Gottheitsschwert, das Bigoron-Schwert, Kokiri-Schwert, so diese Oldschool-Sachen. Die sind aber relativ selten bzw. teuer. Deswegen gibt es da einen ganz, ganz dollen Tipp von mir. Und zwar gibt es hier im Untergrund ganz oft, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, solche Ständer, die so stehen und Waffen in der Hand halten. Und die könnt ihr immer alle abfarmen im Untergrund und euch da sehr gute Basiswaffen holen, die meistens auch irgendwelche positiven Effekte drauf haben. Und sei es, dass sie nochmal etwas stärker sind oder dass sie etwas mehr aushalten. Die haben dann immer so ein kleines Zeichen neben ihrem Namen. Und hier seht ihr das auch direkt. Ich bin jetzt random zu irgendeiner Wurzel hingeflogen. Und ihr seht schon, da oben diese Viecher meine ich. Die halten immer sehr gute Waffen in der Hand. Und das wäre hier zum Beispiel ein Soldatenschwert Shiny. Das bedeutet, dass es eine erhöhte Haltbarkeit hat. Mit 2 Pfeilen nach oben. Hält also richtig viel aus. Und es ist nicht verrostet wie das hier zum Beispiel, das Soldatenschwert. Sondern wirklich sehr gut. Wenn ich da jetzt zum Beispiel wieder so ein Frosthorn drauf mache, habe ich mal eben schnell eine Waffe mit 42 Stärke. Und das lohnt sich natürlich extrem. Vor allem, wenn ihr später Leunen oder ähnliches killt, macht das sehr viel aus. Der nächste sehr, sehr wichtige Part sind natürlich Rubine. Ich habe jetzt gerade 3700 Rubine, aber Rubine sind die Währung in dem Spiel und sind sehr, sehr wichtig und seit Breath of the Wild auch sehr viel weniger vorhanden in der Welt. Gerade die Topase, Rubine, Leuchtsteine, die man früher sehr teuer verkaufen konnte, sind jetzt nicht mehr so viel wert. Bei Breath of the Wild konnte man einen Leuchtstein noch für 70 verkaufen. Das ist hier sehr viel weniger geworden. Und auch die Materialien, die man aus Steinen bekommt, sind sehr viel weniger geworden. Daher haben viele Probleme mit Rubinen und eine Rubinenknappheit. Und der beste Weg, um aktuell an Rubine zu kommen, ist natürlich wie früher Sachen verkaufen, gerade von Leunen oder starken Gegnern. Aber wenn ihr jetzt noch nicht so stark seid und vielleicht nicht so gut im Kämpfen seid, gibt es einen extrem guten Tipp. Denn es gibt diese Mission der Magiertürme. Und bei den Magiertürmen könnt ihr Waffen, könnt ihr Rüstungen kaufen für Irrlichter. Irrlichter sind diese blauen Flacken, die ihr... Diese blauen Flammen, die ihr im Untergrund seht. Und damit könnt ihr euch Rüstungen kaufen, wie zum Beispiel das Dunkelgewand direkt am Anfang. Und das kostet 150 Irrlicht. Das kann man relativ schnell farmen im Untergrund. Die Irrlichter respawnen auch nach einem Blutmond.
Wenn ihr also einen Spot habt, wo ihr größere Irrlichter habt oder sehr große Irrlichter, dann, die gibt ja schon 20 Irrlichter, so sehen die aus, ne? Dies, das sind die Irrlichter. Und wenn ihr davon viele habt, dann könnt ihr dieses Dunkelgewand kaufen oder jede andere Rüstung, die relativ günstig ist. Das Dunkelgewand hat man halt direkt am Anfang. Und dann kauft ihr das für 150 und könnt das für 600 Rubine sofort wieder verkaufen und hier auch immer wieder nachkaufen. Also da gibt es kein Limit. Wenn ihr das also die Quest hier durchspielt, dann könnt ihr diese ganzen Siegewänder lohnen. Diese Gewänder lohnen sich natürlich nicht, aber gerade das Dunkelgewand und das Finstergewand, Gewand der Finsternis, lohnen sich extrem. Für 150 Irrlicht kriegt ihr 600 Rubine. Wenn ihr das zweimal macht, habt ihr schon über 1000 Rubine. So farme ich aktuell am ehesten Rubine. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Dupe-Glitch zu machen. Ich werde ihn hier natürlich nicht zeigen. Er ist aber relativ präsent aktuell. Und damit euch einfach Diamanten dupen. Ich hoffe, dass Nintendo das sehr, sehr schnell patcht. Ich hoffe, dass das nicht zu schwer ist zu patchen. Und dieser Dupe-Glitch wieder rausgepatcht wird. Aber ja, das könnte man theoretisch auch machen, um schnell an Rubine zu kommen. Als nächstes ein absoluter Top-Top-Top-Mega-Tipp. Da geht extremer Shoutout raus am Matt, der mir das am zweiten Tag schon gesagt hat, der das herausgefunden hat. Und zwar ist jede dieser Wurzeln verbunden mit einem Schrein auf der Overworld. Und ich konnte das erst nicht glauben, aber jeder Schrein hat eine direkte Verbindung zu einer Wurzel. Das heißt, wenn ihr im Untergrund ein paar Wurzeln habt, wie zum Beispiel diese hier, aber ihr habt hier an der Stelle keinen Schrein, dann wisst ihr, da muss aber auf jeden Fall ein Schrein sein. Weil viele Schreine unter der Erde sind, kann man die nicht sofort sehen. Aber wenn ihr die Wurzel habt, dann könnt ihr zu 100% sagen, okay, hier gibt es einen Schrein. Als nächsten Tipp, den ich euch leider nicht live zeigen kann, weil ich schon alle Schreine fertig habe, ist nacktes Überleben. Da hat man hier am Anfang immer zwei, drei Waffen, die man sich nehmen kann. Und dann muss man hier rein und alle Gegner besiegen. Und da kann ich eigentlich nur einen einzigen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr die beiden Waffen genommen habt, oder die mehreren Waffen genommen habt, müsst ihr ganz genau gucken, wie die Route ist. Und euch den einfachsten Gegner raussuchen. Und aufpassen, dass euch nicht die anderen Gegner sehen. Das ist natürlich ein relativ simpler Tipp. Aber wichtig ist, dass ihr wirklich diesen einzelnen isolierten Gegner findet. Meistens sind das auch solche Bogenschützen, den ihr dann platt macht. Und dann, ganz wichtig, eure schlechte Waffe mit diesem Sonau Alpha Krieger Konstruktoren fusioniert und dann den nächsten Gegner besiegt. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich hatte auch einige nackte Überlebenskämpfe, die sehr, sehr schwer waren. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch den Tipp, spart euch die zum Ende auf. Sobald ihr mehrere Herzen habt, so wie ich jetzt, sobald ihr irgendwie 20 Herzen habt, wird es auch einfacher, weil ihr da mehr Schläge überlebt. Ich kann wirklich nur empfehlen, sucht euch den einfachsten Gegner raus, holt euch dann eine bessere Waffe mit der Synthese, dann zum etwas stärkeren Gegner und so weiter und vermeidet auf jeden Fall, dass euch alle Gegner auf einmal sehen und versucht wirklich, ja, im Verborgenen hier überall entlang zu laufen und nicht in den offenen Krieg zu gehen. Das ist sehr, sehr schwierig, ich weiß. Ich wollte das aber auf jeden Fall als Tipp mit reinnehmen, weil ich weiß, dass sich da einige sehr schwer mit tun. Ich habe mich auch sehr schwer damit getan. Und ja, verzagt nicht, da haben alle Probleme mit. Als nächstes habe ich mir gedacht, reden wir mal darüber, was man zuerst leveln soll. Ob Herzen oder Ausdauer. Und da kann ich keine richtige Empfehlung geben, euch nur erklären, wie ich es gemacht habe. Ich habe am Anfang 3, 4, 5 Herzen genommen, um etwas mehr zu überleben und habe dann komplett 3 Ringe Ausdauer gemacht, weil Ausdauer so extrem wichtig ist in der Welt, um sich fortzubewegen, um zu klettern und von A nach B zu kommen. Gerade auch, wenn man überall hinfliegt, ist Ausdauer sehr, sehr wichtig. Ich kann euch aber hier einen kleinen Tipp geben. Wenn ihr hier im Spähposten genau in der Mitte runterspringt und dann hier durch das Loch geht und hier auf der rechten Seite einen Stein wegbombt, wo ist das? Hier. Dann habt ihr hier einen Dämonengott, wo ihr Herzen gegen Ausdauer austauschen könnt. Da, Container austauschen.
Das könnt ihr hier machen. Das Ganze kostet 100 bzw. 120 Rubine. Und falls ihr euch mal denkt, oh, jetzt brauche ich aber eher Ausdauer oder oh, jetzt brauche ich eher Herzen, das könnt ihr hier eintauschen und müsst da keine Angst haben, dass ihr da vielleicht einen Fehler gemacht habt. Jetzt noch die wichtigsten Rüstungen, die ihr auf jeden Fall braucht, die meiner Meinung nach die besten Rüstungen sind. Eine davon seht ihr hier schon, das ist einmal die grimmige Rüstung. Die gibt euch einen Angriffsboost, genauso wie die Barbarenrüstung in Breath of the Wild. Die gibt es zwar hier auch wieder, aber erstens sieht die grimmige Rüstung sehr viel cooler aus und sie ist auch sehr viel einfacher zu leveln als die Barbarenrüstung. Ihr müsst dafür nämlich keine Leuen besiegen, sondern Hinoxe. Das ist schon mal sehr viel besser und sie ist auch einfacher zu bekommen. Die Mission, die habe ich euch einmal gezeigt, die werde ich hier oben mal verlinken, wenn ihr wissen wollt, wie ihr die bekommt. Sehr wichtige und sehr gute Rüstung, die ich für jeden Kampf benutze, gerade gegen Bossgegner sehr gut. Als nächstes finde ich, ist gerade die Dunkelrüstung extrem wichtig, weil die im Dunkeln macht, dass man sich schneller fortbewegen kann. Die hat hier ein Nachttempo-Set-Bonus und ich finde, das ist extrem wichtig, wenn man sich fortbewegt und dann einfach mal 1,5-fach so schnell ist wie normal. Die bekommt ihr, indem ihr die Quest abschließt hier von diesen Magierstatuen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, verlinke ich euch auch oben. Ansonsten checkt auf jeden Fall einfach mal meine anderen Videos ab. Dann gibt es noch diese Rüstung, das ist die Aero-Rüstung. Die macht, dass ihr in der Luft eine bessere Kontrolle über euren Flug habt, wie ihr seht. Die finde ich gerade, wenn ihr in den Inseln in der Luft herumturnt, extrem wichtig. Finde ich sehr, sehr nice. Vor allem, wenn man hier da von A nach B kommen will, kann man sehr geil mit Toolen verbinden, um dann immer wieder Energie zu sparen. Eine sehr, sehr geile Rüstung. Und als letzte Rüstung, die ich extrem empfehlen würde, klar, die Kletterrüstung ist natürlich extrem wichtig. Aber noch wichtiger ist gerade für den Untergrund die Untertagerüstung. Die macht Licht, sieht relativ cool aus und macht, dass ihr unter Tage was sehen könnt. Das kann ich euch leider nicht mehr zeigen, weil ich unter Tage schon alles beleuchtet habe. Aber ich sage es euch, die ist extrem wertvoll. Besorgt euch die. Die bekommt ihr im Untergrund in den einzelnen Minen. Ich habe nicht im Kopf, wo. Einmal googeln, dann findet ihr das. Extrem wichtige Rüstung solltet ihr auf jeden Fall haben. Und als allerletzten Tipp, den ich euch geben kann, der auch oft gefragt wurde im Stream, ist, welche Route ihr nehmen solltet, beziehungsweise welcher dieser Titan-Kollegen hier die besten sind. Ihr seht schon, Sidon und auch noch einer, ich weiß nicht, ob das zu sehr gespoilert ist, aber Sidon und der fünfte sind gar nicht dabei. Eigentlich würde ich Ryu auch wegmachen, weil Ryu auch nervt. Das mache ich direkt mal. So, ich kann weg. Und da seht ihr auch schon ungefähr, was für mich die wichtigsten sind. Also Thulen, die Ornis, die sind auf jeden Fall auf Platz 1. Die solltet ihr auf jeden Fall als erstes machen. Als zweites würde ich auf jeden Fall den Feuertempel machen, um Yonobu zu bekommen. Damit könnt ihr nämlich hier Feuer machen und Steine wegkloppen. Das ist sehr wichtig. Und danach ist eigentlich egal. Ich würde wahrscheinlich eher Ryu machen, das heißt den Gerudo-Tempel. Und ganz zum Schluss den Wassertempel bei den Zoras. Aber, ganz großes Aber, ich würde relativ früh zu den Zoras gehen und mir die Rüstung holen von den Zoras. Das heißt, die Questline von den Zoras so weit machen, bis ihr die Rüstung habt und dann da wieder weg. Also Sidon ist wirklich so nutzlos, der kann gar nichts. Der macht, dass ihr Wasser um euch herum habt und dann könnt ihr das nach vorne schießen. Bis auf zwei, drei Situationen ist das komplett nutzlos. Also wenn ihr nicht dauernd gegen irgendwelche Magma-Ivarocks kämpft oder gegen den Octorok-Boss aus dem Wassertempel, ist der total nutzlos. Und noch eine Kleinigkeit nebenbei. Heute im Stream ging es los mit dem 100%-Run. Und da ist mir aufgefallen, was alles relevant ist für die 100% und was nicht. Relevant sind ganz wichtig. Also ich meine natürlich das Obvious, die Herzen und die Ausdauer und die Schreine, ist klar. Die Crocs natürlich. Aber auch sowas wie Entdeckungen. Das heißt, alle Brunnen, alle Höhlen, alle Haine im Untergrund, alle Minen im Untergrund, jede Landschaft, jede Brücke, alles müsst ihr entdeckt haben. Jedes bisschen zählt in die Prozente rein.
Bei den Missionen zählen nur die Hauptmission beziehungsweise die Hauptmission, bis ihr halt Ganon besiegen könnt, weil die letzten beiden könnt ihr ja obvious nicht machen, weil die Zeit da zurückgesetzt wird. Und die Episoden. Jede Episode zählt, die müsst ihr auf jeden Fall auch machen. Schreinquests und Nebenaufgaben sind irrelevant. Das waren meine Tipps und Tricks zu Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp hat euch geholfen oder wird euch bei eurem Playthrough helfen. Für mich ist es aktuell das beste Spiel, was ich seit Elden Ring gespielt habe. Und auch eins der besten Spiele der letzten 15, 20 Jahre. Ich liebe das Game. Mega, mega nice. Mich würde natürlich eure Meinung zum Spiel interessieren. Lasst gerne ein Like auf dem Video da. Wie gesagt, Follow da lassen und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.